Ja, guten Morgen, Herr Bauernhof. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Fragen über Fragen. Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dabei. Nach dem Intro geht's los. Ja, wie ihr ja wisst, sind wir die Bauern ohne Hof. Das heißt, wir haben keinen Hof, wir haben relativ wenig Lagerfläche und wenn man größer werden will, dann braucht man einfach auch Platz. So, heute kam eine Riesenlieferung an, deswegen habe ich auch wieder mir einen Miettransporter gemietet. Nein, es gibt keine Nudeln, etwas viel Besseres, viel größer, viel toller. Und wo wir jetzt hier sind, da muss ich euch jetzt mal umdrehen. Tadadada! Wir haben uns hier so eine Garage in so einem Mietpark gemietet. So schaut sie aus. Die Metzgerkisten sind schon drin. 3x7 Meter. Ausreichend Platz für was wir jetzt erstmal vorhaben. Und was kam denn jetzt heute an? Ich zeige euch es mal in meinem Bus. Ich drehe euch mal hier so hin. Einmal Kartons und hinten noch mehr Kartons. Alles voll bis oben hin mit tollen Sachen. Das sind die Versandkartons für unseren Streuobstsider. Insgesamt sind es, glaube ich, ja, über 250 Stück oder was mit so Fächern und alles drum und dran. Das wird jetzt in die Garage eingelagert. Der Cider kommt in den nächsten 3 Wochen an. Bin froh, dass alles pünktlich da ist bei dem Rohstoffmangel, den wir heutzutage haben. Von daher nicht lang schnacken, arbeiten. 1 minute later. Ja, Auto ist leer, schon wieder 350 Kilo hin und her bewegt. Das Ding ist ja, heute Morgen kamen die auf 3 Paletten an. Ich habe ja keine Paletten zum Abgeben, also muss ich sie erstmal von der Palette runter, 350 Kilo, ins Auto rein, 350 Kilo, aus dem Auto raus, 350 Kilo. Also eine knappe Tonne heute Morgen schon bewegt. Hier, so ist es. Jetzt haben wir hier, das sind jetzt quasi... Hier passen 3 Flaschen rein, das sind die Probierpakete gewesen. Das sind 6er-Kartons. Hier passen 18 Flaschen rein. Und das sind hier so Zwischenablagen, die man quasi dann so hinbiegt, faltet, dass man die in die Kartons reinmacht, dass die Flaschen sich nicht berühren und quasi bruchsicher bei den Kunden ankommen. Das war jetzt der erste Teil. Wie gesagt, das haben 285 Leute mitgemacht. Alle wollen Cider, also entsprechend viel Verpackungsmaterial. Ich muss jetzt noch einmal los, weil bei der Gelegenheit, wenn ich schon ein Auto habe, dachte ich, komm, dann kann ich auch meinen Keller leer räumen, weil der Lebensmittelkontrolleur war ja bei uns und habe ihm dann auch einen Keller gezeigt, wo die Nudeln und so lagern und das ist schon suboptimal, das ist mir schon bewusst. Deswegen wird das jetzt hier quasi ein ja, richtiges Lager. Ich kaufe mir noch Regale, wo ich das quasi alles unterbringe und jetzt räumen wir erstmal den Keller leer, bringe die Nudeln hierher, mein Marktstand quasi auch so ein bisschen hierher, dass ich das einfach so ein bisschen separieren kann, privat und geschäftlich. Geil, so schaut's aus und wieder was dazugelernt. 1 minute 37 seconds later. Zweite Ladung ist hier, Keller ist fast sauber, noch nicht ganz, aber es geht in Ordnung. Ob jetzt hier Nudeln, ein paar Verpackungsmaterial, die ganze Werbung und Zeugs. Ich werde jetzt aber erstmal ein gemütlich Frühstück und noch einen Kaffee trinken. Und ja, dann weiter ausräumen und einräumen. Jo, das Ganze kostet mich übrigens 70 Euro im Monat, also die Garage 70 Euro netto. Das sind 21 Quadratmeter, ist 24 Stunden zugänglich und ja, ist mit Licht und Strom und alles, also wirklich... Ideal für mich, weil ich jetzt hier endlich was habe, wo ich mich niederlassen kann. Auch das mit den Anhängern bzw. mit den Transportern finde ich super. 4 Stunden Mieten, 4,5 Stunden Mieten für 29 Euro inklusive Freikilometer. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, für wenn man Sachen ausprobieren will, wenn man so langsam wächst, wenn man einfach noch nicht so das Finanzielle auch hat, um sich da jetzt einen riesen Transporter zu kaufen oder was. Und vor allem auch nicht diese monatliche Belastung möchte. Cashflow ist King. Und deswegen so, ja, man muss so ein bisschen interpretieren bei dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, so wie wir das hier machen, ist das schon ganz gut. Ne? Also in dem Sinne, frühstücke ich mal ein bisschen und dann wird weitergemacht. 12 seconds later. Jupp.
Also heute sind wir on fire. Ich kann euch verraten, das läuft hier wie am Schnürchen. Auto leer. Und Garage soweit gut voll. Jetzt haben wir hier so ein paar Kisten, Kartons, die Nudeln hier vorne. Nächste Woche hole ich dann wieder neue Nudeln. Kommt dann hier mit dazu. Dann kommt das natürlich auf Regale, weil auf dem Boden stehen ist suboptimal. Deswegen aber auch der Karton darunter. Und ja, ich zeige euch mal noch hier so ein bisschen rum, weil das ist eigentlich ganz cool hier. Es gibt hier bestimmt 100 Garagen. Und ganz Wohnmobile unterbringen und alles drum und dran. Alle mit Strom und Licht. Und ja, auch ein paar ganz coole Schätze eigentlich hier hinten. Hier haben wir so einen alten Unimog zu stehen. Ich weiß nicht, wem der gehört, aber cool. Ein altes Feuerwehrauto da hinten. Hier noch ein alter Traktor mit Säge. Schon interessant. Ja, eigentlich war das heute ja auch so ein bisschen anders angedacht, das gebe ich auch schon wieder zu. Aber das hat heute perfekt gepasst, weil ich wollte eigentlich heute die Nudeln abholen. Deswegen habe ich auch das Auto gemietet. Jetzt ruft mich mein Nudelmacher gestern an und sagt, oh, das klappt morgen nicht, also heute. Und ich hatte das Auto aber schon gemietet. Und dann dachte ich, scheiße, was heißt das, ein Auto? Okay, dann dachte ich, okay, kannst du sowieso einen Keller ausräumen und alles drum und dran. Und habe mich dann da so ein bisschen drauf vorbereitet. Dann kriege ich eine Nachricht von DHL, also DHL Spedition, und sage, oh, deine Kartons kommen an. Dann sage ich, super, wenn ich das bestellt habe, wo ich das bestellt hatte, war das ja dann auch, dann dachte ich mir, ja, ja, das sind halt ein paar Kartons. Na, also das kannst du dann schon so vielleicht in meinem kleinen Auto hin und her fahren. Jetzt kamen da drei Paletten an. Ich dachte, wo ich dann auch den Lieferschein gelesen habe, von wegen, ach du Scheiße. Bin ich aber froh, dass es jetzt mit dem Auto geklappt hat und dass ich es nicht umsonst gemietet hatte. Und ja, so kommt also eins zum anderen. Unverhofft kommt oft, aber das war jetzt heute wirklich on spot. Sehr passend. Dann dachte ich eigentlich noch, okay, wenn ich jetzt schon ein leeres Auto habe, kannst du gleich das ganze Zeug vom Garten auf den Wertstoffhof bringen und alles drum und dran, dass man das wirklich nutzt für die 4,5 Stunden, so ein richtiges Hardcore-Programm. Blöderweise hat der Wertstoffhof heute geschlossen. Das mache ich jetzt quasi nächste Woche. Am Montag hole ich quasi die Nudeln ab und nachdem ich die Nudeln abgeholt habe, werde ich noch einmal auf den Wertstoffhof fahren. Da hat er dann nämlich offen. Und ja, jetzt mache ich noch eine Runde. Bring hier alles her, da braucht ihr jetzt wieder nicht mit dabei sein. Jetzt kennt er ja mein neues Lager. Ja, die Pläne, wie es weitergeht. Alles, was jetzt noch fehlt, ist eine Mietküche, wo ich mich so ein bisschen auslassen kann. Auch gerade mit dem Frischgeflügel und alles drum und dran. Aber da habe ich auch fast eine Lösung gefunden. Da habe ich am Freitag vielleicht mehr Neuigkeiten für euch. Und ja, dann haben wir Lager, Mietküche, Grundstücke, Flächen, also so langsam kann es doch losgehen, oder? Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, Herzchen rot, Plus wegmachen, Glocke drücken, Kanal abonnieren, was man nicht so alles machen muss, um hier weiter zu folgen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's wieder, Dietmar, euer Bauer und der Hof. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Bis bald und tschüss. Übrigens, die Vorschläge von meinem letzten Video, wo ihr so ein bisschen geschickt habt, was ihr gerne mal sehen wollt, habe ich gelesen, lese ich immer noch. Und ein paar Sachen sind interessant, da werde ich mir mal ein paar Gedanken drüber machen, ein bisschen recherchieren und Videos dann dementsprechend drehen. Dafür vielen Dank erstmal. Wenn ihr noch weitere Themen habt, einfach kommentieren. Ich gucke, wie ich das bei mir in meinen Alltag am besten einbauen kann, so dass ich euch das so ein bisschen von meiner Geschichte weiterbringen kann. In diesem Sinne, viel Spaß, ciao.